kennt doch hier diese Read-Switch-Anordnung von dieser kleinen Taschenlampe. Und ich hatte ja ganz vergessen, dass man mit Read-Switch, also dass da meine Kristallakkus mehr Kapazität bekommen haben, ne, wenn ich die mit Read-Switch entladen habe. Und ich habe jetzt hier mal eine 1,3 Amperestunden Akku. Und die habe ich damals immer gekennzeichnet mit einem kleinen Smiley. Wenn der Smiley noch ne, gesmiled hat, war es ja noch ganz gut gewesen. Und hier seht ihr schon, so halb ungefähr. Und die hatte ich ja ganz vergessen gehabt am Ladegerät. Habe jetzt nochmal angeguckt. Also jetzt ist bestimmt eine Dreiviertelstunde, eine Stunde schon rum. Und er ist erst bei 2 Strichen. Das heißt, ich bin dann echt mal gespannt, wie die Kapazität von der Batterie aussieht. Ob sie wirklich wieder ihre... Wie viel soll sie eigentlich haben? 1300 mAh. Also wenn es das dann geschafft hat, haha. Ich glaube, dann bekommen meine ganzen eigentlich totgeglaubten Akkus nochmal eine Chance. Ha! Wollen wir es gleich mal mit dem richtigen Akkupack machen. Hier ist der Riesen-Read-Step-Up. Und bei dem Akkupack hier, habe ich ja gesagt, habe ich die ganzen Akkus zusammengenommen, wo die Kapazität am Ladegerät jedes Mal nach 40 mA abgebrochen ist. Die habe ich alle zusammengetan. Und das letzte Mal hat das Ladegerät 3 Amperestunden reindrücken können, ne, nachdem sie vollkommen leer gewesen sind. Das ist jetzt nur 3-4 Tage mit einem Solarpanel am Fenster gestanden, mit jedem kleinen Solarpanel. Und es läuft jetzt schon über eine halbe Stunde. Da sind wir noch bei 1,142 Volt, ihr seht es, ziemlich konstant. Da habe ich jetzt vor, das mal so weit entladen zu lassen, bis wir hier nur noch 1 Volt haben. Das ist auch die Referenz für das Vergleichsladegerät, was ich dann benutzen werde. Und dann mal gucken, ob das sowas bringt. Jetzt ist es soweit. Unter die 1 Volt Grenze ist es gefallen. Okay. Wollen wir mal wieder ausschalten und ans normale Ladegerät hängen, gleich sofort. Okay, geht los. Ah, jetzt geht's los. Jetzt nimmt er 5 Ampere auf. Mal gucken, wie lang. Ich glaube, das funktioniert. Der hat auf alle Fälle erst ein fettes Smiley wiederbekommen. Hält seine Spannung wieder bei 1,45 Volt ungefähr. Ist richtig schön warm, was ein gutes Anzeichen dafür ist, ne? Dass, weil wenn die, ich glaube erst ab 40 Grad, kann die Kalilauge hier drin richtig anfangen mit Arbeiten. Das ist dann immer ein gutes Zeichen dafür, wenn sie aus dem Ladegerät kommt, wenn sie warm ist, ne? Dass er auch wirklich die Kapazität hat, was da drauf steht. Und auch hier das Ladegerät nimmt nach über 11 Minuten immer noch 5 Ampere auf. Und wenn er dann alle paar Minuten diesen Test macht und runterfällt, da ist die Spannung bei 1,1 Volt oder so. Das heißt, mal ein paar Stunden später noch gucken. Sechs Amperestunden passen jetzt schon rein. Das ist krass. Das ist schon doppelte Kapazitätserhöhung. Bei 12 Amperestunden wären sie wieder richtig fit. Ne, da wäre dann original. Aber schon ist doppelte, ist für mich ziemlich eindeutig. Da tut sich was.